Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einem 750 Milliarden Euro Fonds will die EU-Kommission Europa aus der Corona-Krise bringen. Im EU-Parlament stellte Kommissionspräsidentin von der Leyen heute ihr Konzept für den Wiederaufbau nach der Pandemie vor. Danach sollen 2/3 des Geldes für Zuschüsse an bedürftige Mitgliedstaaten verwendet werden und 1/3 als Kredite. Deutschland und Frankreich hatten dafür plädiert, den Wiederaufbau nur über Zuschüsse anzukurbeln. Andere Länder fordern dagegen, dass ausschließlich über Kredite geholfen wird. Es sah fast so aus, als ginge da heute ein Ärzteteam in den OP. Aber hier im Europaparlament operieren sie an einem ganz speziellen Patienten. An der europäischen Wirtschaft, der wegen des Coronavirus Organversagen droht. Die Medizin von Kommissionschefin von der Leyen hat es in sich. Die EU soll sich in noch nie dagewesenem Umfang gemeinsam verschulden. Wir brauchen nicht nur einander, um über die Krise hinwegzukommen, sondern wir sind stärker, wenn wir zusammen sind. Stärker und zukunftsfester. Konkret sieht der Plan Hilfen von bis zu 750 Milliarden Euro vor. 500 Milliarden Euro sollen als Zuschüsse fließen, müssen also nicht zurückgezahlt werden. Zudem sollen bis zu 250 Milliarden Euro an Krediten zur Verfügung stehen. Mit der Rückzahlung des gesamten gemeinsam geliehenen Geldes lässt sich die EU Zeit. Zieltermin bis 2058. Ich möchte eigentlich nicht, dass Europa auf gemeinsamen Schulden basiert. Aber in dieser Lage gibt es keine Alternative, als jetzt zu investieren. Wir müssen aber sicherstellen, dass das Geld gut investiert wird in Projekte, die unseren Planeten retten und die Jobs schaffen. Der für diesen Irrsinn von den Bürgern der Union zu entrichtende Preis wird gigantisch sein. Sie werfen mit dem Geld nicht ihrem, sondern dem der Steuerzahler nur so um sich, als gäbe es kein Morgen. In Italien begrüßte man heute die Pläne und forderte ihre schnelle Umsetzung. Das Land wäre der größte Empfänger von Corona-Hilfen. Von den 500 Milliarden Euro direkten Zuschüssen soll es voraussichtlich rund 82 Milliarden Euro bekommen. Es folgen Spanien mit 77, Frankreich mit 39, Polen mit 38 und Deutschland mit 29 Milliarden Euro. Nach wie vor Kritik an den Plänen der Kommissionschefin haben die sogenannten Sparsamen Vier, die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden. Wir brauchen einen Fonds, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber wir finden, das sollte über Darlehen laufen, nicht über gemeinsame Schulden. Der Vorschlag der EU-Kommission liegt auf dem Tisch, doch seine Umsetzung ist noch längst nicht sicher. Im Streit um die Corona-Hilfen jetzt schnell eine gemeinsame Linie zu finden, wird wohl die zentrale Aufgabe für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die im Juli beginnt. Bundeskanzlerin Merkel hat ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Krise angemahnt. Es sei ihr trotz der verschiedenen Zuständigkeiten wichtig, dass es in grundsätzlichen Fragen eine Übereinstimmung gebe, sagte Merkel nach Beratungen mit Regierungschefs der Ostländer. Nötig sei ein gemeinsamer Schutzrahmen, das heiße 1,5 Meter Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz, wo es nötig sei. Ein Schwatz mit der Freundin auf Abstand, das wird erstmal so bleiben. Die Kontaktbeschränkungen sind bis Ende Juni verlängert. Dafür wird der Freundeskreis wieder größer. Bis zu 10 Personen aus 2 Haushalten dürfen sich künftig treffen, vorzugsweise im Freien. Bund und Länder lockern wieder, gemeinsam. Das betont die Kanzlerin nach dem Gespräch mit den Ostministerpräsidenten. Weil wir ja alle ein gemeinsames Interesse haben, nämlich diese Pandemie einzudämmen und möglichst viel gesellschaftliches Leben, wirtschaftliches Leben, vor allem auch kulturelles und vor allen Dingen Bildungsleben wieder stattfinden lassen können. Zuletzt wollten einige Länder schneller lockern als andere. Die Ministerpräsidenten pochen auf Eigenständigkeit. Im Osten etwa sind die Infektionszahlen gering. Dann gibt es einfach auch verfassungsrechtlich einen Handlungsbedarf, dass wir eher öffnen müssen und handeln müssen, als zum Beispiel es Bayern momentan kann oder Baden-Württemberg oder Hamburg. Wenn wir uns um Schule und Kindergarten kümmern, wenn wir in die Normalität der normalen Betreuung von Schule und Kindergarten kommen, werden wir den Weg so konsequent fortsetzen, wie ihn Thüringen gestern im Kabinett beschlossen hat. Corona trifft zudem vor allem die Wirtschaft im Osten besonders hart, denn hier fehlen nach wie vor finanzstarke Unternehmen. Deshalb mahnen die Ostländer, man dürfe gerade jetzt, 30 Jahre nach der deutschen Einheit, in der Krise nicht nur die Großen wie die Lufthansa retten, sondern auch die Kleinen.
Da ist viel bewegt worden auch. Zigtausende Arbeitsplätze sind entstanden. Und diese Arbeitsplätze und diese Unternehmen sind jetzt natürlich auch unter Druck. Es sind viele kleinere, es sind Start-ups, die sich gerade erst vielleicht vor 1-2 Jahren gegründet haben, kein großes Auftragspolster haben, kein finanzielles Polster haben. Der Bund verspricht milliardenschwere Hilfen für Unternehmen und Kommunen. Beim Verteilen der Corona-Gelder haben die ostdeutschen Ministerpräsidenten heute schon mal ihre Wünsche angemeldet. Das geplante Lufthansa-Rettungspaket sorgt für neuen Streit. Der Aufsichtsrat des Konzerns hat seine Entscheidung über die Milliardenhilfen des Staates heute zunächst verschoben. Grund sind mögliche Auflagen der EU-Kommission. Diese erwägt als Bedingung für ihre Zustimmung, die Start- und Landerechte der Lufthansa in Frankfurt und München einzuschränken. Das Unternehmen will nun zunächst die wirtschaftlichen Folgen prüfen. Indien droht nach China, Europa und den USA zu einem neuen Hotspot in der Corona-Pandemie zu werden. In dem südasiatischen Land mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Menschen hatten die Fallzahlen zuletzt täglich neue Höchststände erreicht. Laut Johns Hopkins Universität gibt es derzeit rund 157.000 bestätigte Corona-Infektionen. Die Zahl der Toten stieg auf 4.528. Leichen in Plastiksäcken. Daneben Dutzende Covid-19-Patienten. Die staatlichen Krankenhäuser in Mumbai, Anlaufstelle für die Armen, sind hoffnungslos überfordert. Mehr als 30.000 Corona-Infizierte gibt es in Mumbai, mehr als ein Fünftel aller Fälle in Indien. Tendenz stark steigend. Diese Handyvideos sind einige Tage alt, doch Betroffene berichten, die Zustände hätten sich nicht gebessert. Es gibt keine Schutzausrüstung. Keiner kümmert sich um die Ärzte. Ganz zu schweigen von den Patienten. Es gibt keine Zahlen über Krankenhausbetten, egal ob für Covid-19-Patienten oder für andere Krankheiten. Die Kranken sterben, auch solche, die etwas anderes als Covid-19 haben. Das macht Angst. Trotz Warnungen der Weltgesundheitsorganisation wegen starker Nebenwirkungen will Indien jetzt verstärkt das umstrittene Malariamittel Hydroxychloroquin zur Therapie und auch zur Prävention bei Covid-19 einsetzen. Wenn wir Risiko und Nutzen abwägen, halten wir es für wahrscheinlich, dass es hilft. Und deshalb sollten wir dem medizinischen Personal, das sich um Patienten kümmert, diese Behandlungsoption nicht vorenthalten. 9 Wochen lang gab es in Indien eine Ausgangssperre, die wurde vergangene Woche gelockert. Jetzt steigen die Neuinfektionen stark an. Abstand wird kaum noch eingehalten, wie hier in Neu-Delhi. Arbeitslose Wanderarbeiter machen sich in überfüllten Zügen auf in ihre Dörfer. Ich will einfach nur weg hier. In meinem Dorf bekomme ich zumindest etwas zu essen. Und so wächst die Angst, dass die Wanderarbeiter das Virus immer weiter im Land verteilen. Experten fürchten, dass die Ausbreitung in Indien noch monatelang ansteigen wird. In Berlin ist heute die polizeiliche Kriminalstatistik für 2019 vorgestellt worden. Wegen der Corona-Krise präsentierte Bundesinnenminister Seehofer die Entwicklung der allgemeinen Straftaten, gleichzeitig aber auch die Fallzahlen zur politisch motivierten Gewalt. Seehofer zeigte sich besorgt über die deutliche Zunahme politischer Kriminalität auf rund 41.000 Delikte. Die Zahlen bei den übrigen Straftaten, also zum Beispiel Einbrüchen oder auch Finanz- und Steuerdelikten, waren eher rückläufig. Innenminister Seehofer nennt den Rückgang bei den Straftaten beachtlich. Die Kriminalitätsrate insgesamt sinkt auf den niedrigsten Stand seit 1992. Die Anzahl der verübten Gewaltdelikte ist leicht rückläufig. Um 2,3%. Bemerkenswert ist, dass die Gewaltdelikte durch Zuwanderinnen und Zuwanderer deutlich gesunken sind, um 11,9%. Auch bei Diebstählen und Einbrüchen gehen die Zahlen zurück. Einen Anstieg gibt es allerdings bei Kinderpornografie, dem sexuellen Missbrauch von Kindern und der Computerkriminalität. Zuwachs auch bei den politisch motivierten Straftaten von links wie von rechts. Dort zählten die Behörden 2019 insgesamt 41.177 Delikte, eine Zunahme von 14,2%. Bei antisemitischen Straftaten gab es eine Zunahme von 13%, bei islamfeindlichen von 4,4%. Es ist eine neue Dimension, was die Bedrohung unserer Demokratie anbelangt. Und diese Gefahr kommt von rechts.
3 Morde in 2019 und im Jahr 2020 schon 10 Morde mit rassistischem, rechtsextremistischem Hintergrund. Die Sicherheitsbehörden stellen sich vermehrt auf diese Bedrohungslage ein, besprechen besondere Fälle im gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum. Die wachsenden Gefährderzahlen, aktuell sind wir bei 65 im Bereich rechts, die schauen wir uns dann an, gemeinsam mit den Ländern, die melden dann die prioritären Kandidaten für eine solche Bearbeitung. Außerdem wollen die Behörden die Hasskriminalität im Netz stärker ins Visier nehmen. Bundesgesundheitsminister Spahn hat Forderungen nach einer Abschaffung des Blutspendeverbots für homosexuelle Männer zurückgewiesen. Aus Sicherheitsgründen bleibe es dabei, dass Homosexuelle nur dann Blut spenden dürften, wenn sie 12 Monate keinen Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann gehabt haben. Dagegen halten mehrere Abgeordnete die Regelung aus Zeiten der AIDS-Krise für lebensfremd und diskriminierend. Heute debattierte der Bundestag. Der 3. Grundgesetzartikel legt es fest, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Doch beim Thema Blutspende vermissen manche diese Gleichheit. Homosexuelle Männer und Transsexuelle dürfen in Deutschland kein Blut spenden, weil sie statistisch häufiger mit HIV infiziert sind. Eine Argumentation, die Menschen diskriminiere, finden die Initiatoren der 2 Bundestagsanträge. Sicherheit bei der Blutspende muss oberste Priorität haben, aber dafür muss das persönliche Risikoverhalten eines jeden Menschen bewertet werden, nicht die sexuelle Identität. Das heißt, wir wollen, dass im Gesetz verankert wird, dass Diskriminierung einzelner Gruppen wegen ihrer Sexualität, dass das ausgeschlossen wird. Durchaus Sympathien für das Ansinnen haben Abgeordnete mehrerer Fraktionen. Ob Blutkonserven mit Krankheitserregern belastet sein könnten, liege am Verhalten, nicht an der sexuellen Orientierung. Blut ist nicht schwul oder hetero. Kein Patient soll sterben müssen, weil der mögliche Blutspender der deutschen Richtlinie zu schwul war. Nicht die sexuelle Identität, sondern das persönliche Risikoverhalten eines Menschen ist entscheidend. Eine doppelte Markierung schafft nicht automatisch mehr Sicherheit, aber bestätigt definitiv Vorurteile auf Kosten der so markierten Menschen. Die Union verweist auf statistische Fakten. Homosexuelle Männer seien auffällig häufiger mit HIV infiziert als Heterosexuelle. Das dürfe der Gesetzgeber nicht ausblenden. Nach Auffassung unserer Fraktion ist das keine politische Frage, sondern es ist eine Frage, die im Kern eine wissenschaftliche, eine medizinische, eine epidemiologische Frage ist. Anhand wissenschaftlicher Gutachten soll nun geklärt werden, wie Gesundheitssicherheit gewährleistet und Diskriminierung abgebaut werden könnte. In den USA hat ein weiterer Fall von Polizeigewalt gegen einen Afroamerikaner Empörung und Proteste ausgelöst. In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gingen Hunderte auf die Straße. Anlass war ein Handyvideo, das das gewaltsame Vorgehen der Polizei bei der Festnahme des Schwarzen zeigt. Dieser starb kurz darauf. Die brutale Festnahme von George Floyd. Handybilder zeigen, wie ein weißer Polizist sich minutenlang auf den Hals des in Handschellen am Boden liegenden Afroamerikaners kniet. Der fleht mehrfach: Ich kann nicht atmen. Doch die Uniformierten helfen ihm nicht. Der 46-jährige Schwarze verliert das Bewusstsein, stirbt später in einem Krankenhaus in Minneapolis. Der Fall von mutmaßlich rassistischer Polizeigewalt hat Folgen. Die 4 Beamten der Minneapolis Police, die am Tod von George Floyd beteiligt waren, wurden entlassen, twittert der Bürgermeister. Dies sei die richtige Entscheidung. For 5 minutes. Über 5 Minuten sehen wir, wie ein weißer Polizist einem schwarzen Mann sein Knie auf den Hals drückt. 5 Minuten lang. Allen Schwarzen und der Familie sage ich, es tut mir so leid. I'm so sorry. Dennoch kommt es zu Protesten gegen Polizeigewalt, trotz der Ankündigung, den Tod von George Floyd durch das FBI untersuchen zu lassen. Dessen Hinterbliebene fordern Gerechtigkeit. Ich habe einen Mord gesehen. Dafür sollen sie angeklagt und verurteilt werden. Afroamerikaner werden deutlich häufiger Opfer tödlicher Polizeigewalt. Gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung werden Schwarze fast 3-mal häufiger getötet als Weiße, Latinos fast doppelt so oft.
Ob unter Clinton, Bush, Obama oder Trump, rassistische Polizeigewalt gehört seit langem zum traurigen Alltag in den USA. Trotz wiederholter Forderungen, härter dagegen vorzugehen. Für den um seine Wiederwahl kämpfenden Präsidenten scheint dies kein drängendes Thema zu sein. Zum gewaltsamen Tod von George Floyd kein Wort vom sonst dauertwitternden Trump. Die Lottozahlen. 4, 25, 36, 39, 43, 47, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 28. Mai. Die Wolken eines kleinen Tiefs sorgen nach Osten hin für etwas Regen, während der Westen unter Hochdruckeinfluss bleibt. Heute Nacht ziehen von Norden her zeitweise dichte Wolken durch, vor allem im Osten fällt gebietsweise Regen. Morgen scheint nach Westen und Norden hin lange Zeit die Sonne, sonst ist es teilweise bewölkt. In Sachsen sowie südlich der Donau regnet oder schauert es gebietsweise, an den Alpen sind auch Gewitter möglich. Heute Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 13 und 3 Grad. Morgen werden an der Nordsee 14, am Oberrhein 24 Grad erreicht. Am Freitag zwischen Ostsee und Erzgebirge dichtere Wolken, ebenso in Südostbayern. Dort ein paar Schauer, sonst weiter viel Sonne. Auch am Wochenende im Westen freundlich oder sonnig, sonst mehr Wolken und stellenweise mal etwas Regen. Karim Joska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Das 750 Milliarden Euro Paket, wie von der Leyen alle Europäer davon überzeugen will. Und bemannte Mission, SpaceX will Raumfahrtgeschichte schreiben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.